Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Das karmische Schloss. Dieses Liegesystem wurde von mir entwickelt. Ihr könnt dieses Liegesystem auch bestellen. Es befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Das ist nicht nur dieses Liegesystem, sondern eine Art Beratung, das karmische Schloss. Und hier handelt es sich um die Liebe, karmische Begegnungen. Was meine ich damit? Wenn wir an Karma glauben, dann glauben wir, dass unsere Seele unsterblich ist und macht Erfahrungen in die Erde. Und dann kommen wir wieder, immer wieder. Wenn das so ist, dann haben wir Erinnerungen. Etwas, was wir schon getan haben. Das sind Talente, Fähigkeiten. Weil da kennen wir uns aus. Da sind wir Meister. Das können wir umsetzen in unserer Berufung. Es gibt auch Begegnungen. Liebe, Gefühle von früher. Karmische Begegnungen. Und es musste früher etwas gewesen sein, dass diese Liebe nicht gelebt wurde. Es wurde verboten oder eine andere war gebunden oder die Eltern haben das nicht erlaubt oder hat man nicht getraut, das zu sagen. Es sind viele verschiedene Gründe, warum das nicht zu erfüllten Partnerschaft geführt hat. Und die Liebe, Gott oder das Schicksal schenkt uns nochmal eine Chance, nochmal probieren, eine Begegnung. Und die Seelen kennen sie sich, nichts Neues. Sie erkennen, es ist eine ganz große Anziehungskraft, tiefen Gefühlen und Vertrauen. Und das spürt man auch, wenn eine solche Begegnung kommt. Das ist diese Vertrautheit da, schon bei den ersten Treffen. Und dadurch erklärt sich vieles. Was sind Hindernisse noch da? Was sollte man transformieren? Welche Lernaufgabe? Weil bei diesen karmischen Bindungen haben wir immer eine Lernaufgabe, sonst würde das nicht das Schicksal nochmal uns zeigen. Und diese Legung ist auch karmische Liebe. Und meine Klientin heißt Clara. Clara ist nicht der richtige Name. Aber ich möchte diese Beratungsvideos anonym behandeln. Ihr könnt diese Art von Beratung auch buchen per E-Mail. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung 25 Euro. Ich bin dankbar, wenn ihr die Geburtsdatum auch mitgibt, mitschickt. Weil dann kann ich das astrologisch auch betrachten. Dann schaue ich auf die karmischen Knoten, rückläufigen Planeten, also da sind auch karmische Deutungen, dann kann ich das mit einfließen und auch erklären. Bei Clara brauche ich das nicht erklären, wir haben schon Beratungsvideos gemacht, das ist nicht die erste für Clara, aber sie möchte das nochmal schauen, was ist da karmisch bei dieser Beziehung. Sie liebt einen Mann und er liebt sie. Sie ist frei, er ist frei. Es steht nichts im Wege, dass die beiden zusammenkommen. Aber er meint, er braucht den Freiraum, er braucht mal die Freunde. Alles ist so cool und er möchte sich momentan nicht festbinden. Und die Frage ist es karmisch? Hat diese Liebe eine Chance? Und das klären wir jetzt. Liebe Clara, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und ich bedanke mich auch für diesen Auftrag. Jetzt schauen wir dein Karma an. Deine alte karmische Erfahrungen, wie früher gelebt hast, das ist die Essenz, die Sammlung. Was hast du gesammelt, was du auch in diesem Leben in dir prägst, deine Seele. Deine Seele hat diese Erinnerungen. Was sagen die Botschaft, diese Orakel dazu? Das ist deine Karte. Diese Karte sagt, deinen alten karmischen Erinnerungen, was bei dir befestigt ist. Du neigst dazu,
auf etwas konzentrieren und du siehst dabei die Chancen nicht. Es muss nicht die Geld sein. Es kann auch die Liebe bedeuten. So wie dieser Mann schaut auf dem Geld und zählt das Geld. Und er meint, das ist seine Sicherheit, das ist seine Stabilität. Und konzentriert auf eine Sache. Dabei sieht gar nicht diese hübsche Dame im Bild. Das bedeutet, dass in deiner Seele erinnert sich an etwas und du neigst dazu im Leben, auf etwas konzentrieren, weil für dich das wichtig ist, weil du das Gefühl hast, das gibt dir Sicherheit, Stabilität, das fühlt sich gut an und alles andere, Möglichkeiten, nimmst du nicht wahr. Das ist so in dir drin. Was sollst du bewahren von alte Karma, weil du das gut gemeistert hast? Schauen wir das an. Du sollst bewahren die Reisen. Das kann Ausland sein, Fremdsprache, Reisen. Kann auch bedeuten die innere Reise, inneren Erfahrungen. Aber diese Karte bedeutet außer Reise und Ausland bedeutet auch etwas in Bewegung setzen. All das kennst du noch früher, das meisterst du ganz gut und das ist deine Anpassungsfähigkeit, dass du immer auch in fremden Ländern, fremden Kulturen, mit Fremdsprache, dass du da gut klarkommst und dass du genießt es mal auf dem Reise zu sein und du kannst ganz gut anpassen auf fremde Länder, anderen Kulturen und das ist dein Vorteil. Was noch gut ist in diesen Karten, dass du einen Schritt auf anderen zugehst, dass du offen bist, dass du etwas in Bewegung setzt. Was ist in deinem Karma, also Vergangenheit, wo dich vielleicht hindern kann? Oder sollst du das mit anderen Augen betrachten, etwas verändern? Und das schauen wir mal an. Und diese Karte zeigt, du kannst zwar gut auf anderen zugehen, du kannst auch etwas in Bewegung setzen. Manchmal denkst du, jetzt mache ich nichts, ich warte, bis er kommt. Und genau das kann dein Hindernis sein. Weil dann wird er bequem sein. Dann denkt er, ja, so ist das in Ordnung, so funktioniert auch die Partnerschaft. Bei vielen Damen ist diese Karte ein Vorteil, weil das zeigt Gelassenheit, innere Ruhe, Geduld und der Mann kommt. Und diese Karte ist bei dir die Hindernis. Warte nicht, bis er meldet und bis er kommt, sondern setzt du in Bewegung. Jetzt schauen wir seine Karte an, sein alte karmische Erinnerungen und das ist diese Karte. Diese Karte zeigt an, er ist von sich selbst überzeugt. Mindestens so hat er gelebt. Er hat selbst die Entscheidungen getroffen, er hat eine selbstsichere Auftreten, ein selbstsicheres Auftreten, er weiß, was er will. Er verhält sich aber nicht so momentan, das heißt, durch die Erziehung wurde er ein bisschen umgeformt, aber wenn er will, er kann das. Und durch diese Liebe, durch diese Beziehung holst ihm das raus, dass er mal eine klare Entscheidung trifft in sein Leben und er kann das gut. Was soll er bewahren von früher? Genau diese Eigenschaft soll er bewahren, weil das hilft ihm im Leben. Das kann sein, dass unterdrückt wurde, dass andere Erziehung bekommen hat, dass er das gar nicht auslebt. Ich habe das in seinem Horoskop sogar gesehen, die Mars im 12. Haus. Das ist wie in alles in die Schattenseite gestellt, wo ich dir auch geschrieben habe, die Partnerin holt das ihm raus, sich zum Durchsetzen, Kraft zu zeigen, mutig zu sein. Und das sind karmische Erinnerungen auch, aber es wurde bei ihm verdrängt, nicht gefordert. Und natürlich kommt vieles dann von Kindheit und genau das sollst du bei ihm erwecken, diese Eigenschaften,
weil das hilft ihm, also das soll er auch bewahren, zu sich selbst zu stehen und sagen, ich weiß, was ich will und so möchte ich und ich drückt mich klar und deutlich aus. Das, was er kann und da ist er gut. Aber wie funktioniert in euren Liebe genau das, was fehlt? Und astrologisch habe ich das auch gesehen, das ist die Mars im 12. Haus. Und diese Eigenschaft wird geweckt bei ihm durch die Partnerin. Und was soll er loslassen, verändern, transformieren? Das ist diese Karte hier. Wenn er denkt, er geht in ein Risiko ein, dann denkt er falsch. Das kann für ihn ein Hindernis sein. Diese Karte kann auch ein Hindernis sein, wenn in seiner Lebenssituation sagt, ich habe meine Freunde, wir riskieren etwa, du hast es auch beschrieben, er hat viele Freunde und sie haben was vor. Und das kann auch ein Hindernis sein, weil er geht in ein Risiko ein. Das ist das Spielcasino. Hier kann man gewinnen, kann man aber auch verlieren. Es wäre viel besser, wenn er zu sich selbst steht und nicht das macht, was die Kumpels sagen oder wollen und da sie gut dastehen und lässt dich, vernachlässigt dich ein bisschen, sondern er muss zu sich selbst stehen und auch zu seinen Gefühlen. Hast du eine Lernaufgabe, sicherlich bei jeder karmischen Erfahrung, das nicht nur in die Liebe, auch beruflich, aber immer eine Lernaufgabe, sonst würde das Schicksal das uns nicht zugeteilt. Was ist deine Lernaufgabe hier? Dass du diese Momente genießt, wenn er bei dir ist und nicht denkst, was war in Vergangenheit, wann hat dich verletzt, weil das tut weh. Und auch nicht nachdenken, was kommt in Zukunft, steht er zu dir, gibt dir diese Sicherheit, dann fangst du auch an zu zweifeln. Die Vergangenheit schmerzt, das Zukunftsdenken bringt dich im Zweifel, also es ist viel besser, wenn du diese beiden Vergangenheit und Zukunft ausblendest, hier vielleicht da, diese Karte, die karmische Erinnerungen, vielleicht da kannst du da einen Vorteil haben, und konzentrierst auf den Augenblick. Und das ist deine karmische Lernaufgabe, das zum Lernen. Die Momente genießen, wenn er bei dir ist. Und da brauchst du nicht nachdenken, was passiert im halben Jahr. Und brauchst auch nicht nachdenken, weil er letzte Woche was abgesagt hat und das tut dir weh. Sondern die Momente, wo er da ist, das zu genießen. Dann hast du was gelernt. Und das ist deine karmische Aufgabe, hier und jetzt sein, die Momente, die Augenblicke des Lebens genießen, weil das sind die Schätze. Das ist lebendig. Vergangenheit ist vorbei, Zukunft ist noch gar nicht da. Was wir leben, das ist der Augenblick und das sollen wir schön gestalten. Weil, wenn wir älter sind, dann denken wir zurück, wie habe ich gelebt? Und wenn jemand zu sich sagt, oh, ich habe mein Leben verspielt, ich habe diese Augenblicke gar nicht genießen können, dann tut es dann richtig weh. Und das Schmerzhafte dabei ist, dass diese Zeit nicht mehr zurückkommt. Und dann ist wirklich verlorene Zeit. Und du hast mit ihm schöne Momente. Er ist für dich da, er kommt auch. Und ihr könnt diese Liebe auch genießen, er schenkt dir auch. Also genieße bitte diese Momente. Die Frage ist, die große Frage, ist das wirklich eine karmische Beziehung, ja oder nein? Hat diese Beziehung eine Zukunft, ja oder nein? Oder wäre besser zu sagen, es sind schöne Momente, das kann ich genießen, aber ich bleibe nicht bei ihm. Und wie antwortet dieser Orakel? Das schauen wir an. Das wird jetzt spannend. Clara, was soll ich dazu sagen? Du verstehst dieses Bild. Das ist die Liebe, das sind die Gefühle, das ist der Höhepunkt und das ist der Einklang. Und diese Karte gibt auch die Antwort. Und wie erreichst du das? Dieser Zustand,
weil das ist erreichbar. Das ist erreichbar. Was könntest du tun, damit es verbessert? Schauen wir mal an. Also erstens, verinnerliche das. Und diese sanfte Berührung, weil das gibt er dir auch. Und das ist die Bestätigung. Er wird dir nicht sagen, Clara, ich liebe dich, du bist die einzige Frau oder ich möchte dich heiraten. Das ist nicht so cool. Und er will cool bleiben. Er wird es dir nicht sagen. Aber wenn er dich so berührt, dann weißt du das. Das ist seine Sprache. Also nimm das bitte auch wahr. Was könntest du noch tun dazu? Erkenne dabei die Wahrheit, enthülle das. Und was ist die Wahrheit? Dass er da ist. Er kommt zu dir. Er hat ein bisschen Gewohnheiten, weil die Kumpels sind da, sie unternehmen was. Er hat nicht immer Zeit für dich. Es ist nicht angenehm, das weiß ich, das weißt du auch. Aber es kann eine Möglichkeit geben, das zu verbessern. Und hier bedeutet diese Karte auch, sei klug. Sei klug und du triffst hier die Entscheidungen. Also erstes Mal sei sicher, er ist da. Erkenne die Wahrheit, dass er dich liebt. Er benimmt sich nicht immer fein, aber sei da klug, schlagfertig. Und das ist diese Haltung, diese Selbstsicherheit. Und nicht nur emotional handeln, sondern auch mit klarem Verstand handeln. Und so kannst du auch etwas bestimmen. Wie zum Beispiel, wenn er sagt, ja, diese Wochenende kann ich nicht zu dir kommen, wir haben was vor mit meinen Freunden. Du sitzt alleine da, bist traurig, du hast gehofft, dass er kommt, er macht was anderes. Und dann tut so cool noch, weißt du, ich will keine Beziehung, aber ich kuschele gern mit dir. In dem Moment brauchst du die kluge Entscheidung. Und dann nächstes Mal, wenn er sich wieder meldet, dann kannst du auch sagen, ich freue mich, dass du angerufen hast, wunderbar, ich freue mich auch an unserem Treffen, aber heute geht nicht leider. Spiegel das zurück, was er dir zeigt. Es ist vielleicht nicht immer vorteilhaft, aber je nach Gefühl, wie du dich fühlst, wenn du dich verletzt fühlst, weil ein Termin abgesagt hat, es ist nicht die Rache, das meine ich nicht, aber spiegel ihm etwas, wie sich das anfühlt. Also du hast auch die Recht dazu, etwas mal absagen, weil du hast auch was vor. Da magst du was anderes. Du musst nicht immer parat sein, wenn er kommen will. Also verwöhne ihn nicht. Und wie eroberst ihn mit dieser Haltung? Diese Karte wirkt sehr erotisch. Ich sehe aber nicht unbedingt die pure Erotik, sondern das Geheimnisvolle, das Verschleierte und doch reizvoll. Und mit dieser Haltung hast du ihn, weil er kommt. Und glaub mir, es ist nicht die Erotik, was er bei dir sucht, sondern du erlebst auch diese Momente. Und er gibt dir diese Zärtlichkeit. Versuche das auch mal schätzen. Und trotzdem auch, du musst nicht einverstanden sein mit diesem Umgang, wie er mit dir umgeht. Du musst nicht weglaufen, auch nicht mit ihm Schluss machen, sondern erziehen. Es ist ein bisschen anstrengend am Anfang, aber er wird es auch lernen. Und ich habe noch die Süßigkeiten. Als Botschaft, das innere Kind. Das innere Kind bezeichne ich gar nicht mal auf dich, sondern bei ihm. Er ist eigentlich ein Kind und möchte erwachsen sein. Und das zeigt hier auch die Karten. Er hat eigentlich die Macht an sich, die Männlichkeit, dieses selbstbewusste Auftreten. Und mit dieser Haltung, dieser coole Haltung mit Kumpels,
damit verspielt das alles. Und die zeigen ihm das nicht. Die werden ihm auch fallen lassen, sondern wer zeigt das ihm? Das zeigst du. Und das ist nicht nur hier in Karten zum Sehen, sondern ich habe das im Horoskop gesehen. Und damit er verlässt diese, das ist gar nicht kindisch, sondern wie eine Jugendliche, diese, ja, ich genieße die Freiheit und ich habe die vielen Freunde. Und das ist wie so Student. Er ist von diesem Studentalter raus. Also zeig ihm den Weg, dass dieser Alter verlässt und das Leben mal ernst nimmt. Du kannst es ihm nicht sofort beibringen. Er ist nicht offen dafür. Aber spiegele etwas und damit zeigst du, dass in Zukunft mit dir respektvoller umgeht. Liebevoll ist er. Das hast du auch geschrieben, das spürst du auch. Also er gibt dir diese Zärtlichkeit. Du spürst auch seine Liebe, seine Zärtlichkeit. Es ist gar nicht die Gefühle, sondern diese Haltung, was ihm auch stört. Genau diese Casino-Haltung, das sind seine Hindernisse, auch bezüglich auf diese Beziehung, auch bezüglich auf seine Zukunft, weil da liegt die Macht. Wenn er zu sich selbst steht und bestimmt, was er will, klare Entscheidungen trifft, männlich auftritt, wo er sagt, jetzt weiß ich, was ich will, und weil das ist nicht immer so toll für ihn, wenn er mit seinen Freunden zusammen ist, aber er will auch mit dabei sein oder traut sich nicht, Nein zu sagen. Oder er will sich nicht schwach zeigen, oh, jetzt bist du bei deiner Freundin, dann wird gleich alles so auf die Lächerliche gezogen und er will nicht als so schwach dastehen. Die Männlichkeit liegt aber nicht daran, für die Freunde Gefallen zu tun. Die Männlichkeit liegt daran, wenn er sagt, sorry, das ist meine Freundin, ich liebe sie und ich bin bei ihr. Und das ist die Männlichkeit, sich da durchzusetzen. Aber das wird er auch lernen. Liebe Clara, ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.